Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wollte euch heute mal was fragen. Und zwar will ich heute mal ein neues Format auf meinem Kanal etablieren. Und zwar will ich einfach mal so einen Podcast starten. Jetzt wollte ich euch davor mal fragen, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Und wenn, wie, in welcher Form. Also, vor allem geht es mir darum, ich mache hier mal eine Abstimmung. Habt ihr Bock drauf, dass ich einfach mal zu einem gewissen Zeitpunkt immer mal wieder in dem Podcast, das, was gerade Deutschland beschäftigt, was mir auf dem Herzen liegt, einfach mal meine Meinung zu den ganzen Themen einfach mal raushaue, dann stimmt hier mal für Ja ab. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt auf solche Podcasts, dann stimmt auch für Nein ab. Und die Abstimmung jetzt beiseite, dann geht es noch darum, wenn ihr jetzt für Ja gestimmt habt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt, wie lange ich sowas machen sollte. Ich werde heute das mal eine ganz kurze Form machen, vielleicht 5 Minuten knapp oder so, oder vielleicht sogar noch kürzer, werdet ihr jetzt am Videolänge sehen. Aber ich werde es in Zukunft natürlich wie einen richtigen Podcast machen, dass der auch 20, 30, vielleicht auch mal eine Stunde geht. Wie lange wollt ihr sowas? Schreibt es mal in die Kommentare, dass ich darüber informiert bin, was euer Wunsch ist. Okay Leute, es geht direkt los. Das erste Thema für heute ist Corona und alles Mögliche, die Reaktion von vielen egoistischen Menschen darauf. Mir geht es vor allem um die Leute, die entweder Fake News verbreiten, denn dadurch entsteht Panik. Oder Fake News sowas wie, ja der Staat, der will uns doch alle nur kontrollieren, Corona ist gar nicht so schlimm und so weiter. Und das hat einfach alles runterspielt, obwohl es halt eben nicht so ist. Corona ist auch gefährlicher als die Grippe, zumindest über der jetzige Kenntnisstand von der Wissenschaft und den Experten her. Und darauf sollte man sich berufen, weil alle sagen eigentlich gerade, dass es so ist, und wenn die Experten sagen, dann muss man halt den Experten vertrauen. Denn die Experten haben sowas studiert und die wissen das dann, denke ich mal, am besten. Auf jeden Fall besser wie irgendwelche Laien. So wie zum Beispiel Leon Lovelock, der irgendeinen Bullshit gelabert hat. Jetzt als Beispiel ist ein großer YouTuber. Will ich jetzt gar nicht so genau näher drauf eingehen. Mir geht es einfach nur darum, wenn dann Leute trotzdem rausgehen auf sogenannte Corona-Partys oder was auch immer. Oder doch in Riesengruppen rausgehen. Ja, dann stecken die sich an. Vielleicht haben sie sogar beruflich oder irgendwie Kontakt zu älteren Menschen. Denn ältere Menschen, die Risikogruppe Nummer 1 bei Corona, im Vergleich zu Grippe, das sind ja Kinder oder Schwangere vor allem. Und dann muss man sich vorstellen, so ältere Menschen, wenn die dann daran nicht unbedingt sterben, sondern erstmal angesteckt werden, sterben viele daran, da ist die höchste Sterberate und sehr viele leiden auch darunter. Und dann ist es so, sagen wir mal wirklich im Extremfall, es gibt sehr viele ältere Menschen, die alleine wohnen und einfach abgeschottet sind von der Welt, weil sie entweder gar keine Kinder haben, das ist eher unwahrscheinlicher, oder halt einfach die Kinder nichts mehr mit ihnen zu tun haben oder einfach ihr eigenes Leben haben und entweder schämen die Eltern sich darum, Hilfe zu holen von ihren Kindern oder mit Bekannten oder mit ihrem Bekanntenkreis, ihrer Familie, oder sie können es einfach nicht, weil sie im Stress auseinandergelebt sich haben oder sich einfach auseinandergelebt haben. Das kann ja alles Mögliche sein. Und dann kommen solche Leute und werden dann angesteckt, weil sie vielleicht leben sie sogar im Pflegeheim oder irgendwo, und dann oder irgendjemand kommt in den Kontakt, der Corona hatte, weil er auf so einer Corona-Party war, weil er sich nicht an die Regeln halten konnte, steckt dann so eine ältere Person an und im schlimmsten Fall stirbt sie sogar. Oder sie muss dann ins Krankenhaus und leidet schon ziemlich stark unter der Krankheit. Und warum? Weil irgendwelche Egoisten Fake News verbreiten. Und sowas finde ich einfach nur widerlich. Weil solche Menschen zeigen einfach ihren wirklichen Charakter in der Krise. Und das ist ekelhaft. Sorry, aber da fehlen mir wirklich die Worte. Und vor allem dann eine andere Sorte. Die ist nicht so schlimm wie solche Leute, aber auch ziemlich egoistisch und einfach nur schlimm. Das ist so eine Vorstufe davon, sag ich mal. Leute, die unnötig bunkern, Hamsterkäufe machen, als wäre der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Die gehen in zum Beispiel den Edeka, kein Toilettenpapier mehr da, alles leer gekauft. Warum auch immer Toilettenpapier, das weiß ich nicht so genau. Oder auch vor allem Nudeln, Reis, alles mögliche ausverkauft. Und vor allem sehe ich es halt oft, meistens sind es ja eher die günstigen Lebensmittel und nicht die teuren. Denn bei vielen Sachen gibt es die Bio-Variante, die zum Beispiel bei eigentlich allem noch komplett da ist. Nur das Konventionelle, das Normale, ist ausverkauft. Da denke ich mir so, es sind halt die typischen Leute, Hauptsache billig und viel, und einfach ihre Panik stillen, obwohl es gar keine Panik gibt, sage ich mal. Und das ist dann egoistisch. Das ist einfach nur egoistisch dann. Weil dann kaufen die es den anderen Leuten weg. Und was passiert dann? Dann kommt so eine ältere Person, die vielleicht sogar alleine wohnt, will dann einkaufen gehen und am Ende kann sie sich nichts holen, weil nichts da ist. Und im schlimmsten Fall, sage ich mal, weil es gibt ja keine Engpässe, aber die Leute kaufen direkt immer alles weg. Deswegen sieht es so aus, als wenn wir keine Lebensmittel mehr in Deutschland hätten, dass die Versorgung stoppen würde. Aber es ist ja nicht so. Würden die Leute normal kaufen, wäre alles wie im normalen Bereich, weil alles komplett normal.
Aber nein, die müssen dann ganz früh am Morgen, wo der neue Laster kam und neue Sachen gebraucht hat, direkt wieder alles wegkaufen. Und was ist dann, wenn dann mal so ein 80-Jähriger vielleicht zum Edeka läuft, was er nicht machen sollte und was für ihn auch sehr schwer fällt natürlich, weil er halt schon ziemlich gebrechlich ist. Im Alter ist es normal. Was passiert dann? Er kann sich nichts holen, weil denkt ihr wirklich, dass eine 80-jährige Person um 8 Uhr morgens, wenn der Laden aufmacht, direkt vor der Tür stehen kann und bunkern kann und so? Nee, geht eben nicht. Die können dann vielleicht, wenn sie dann um 12 Uhr eins aufstehen, bis sie dann komplett da sind, sind sie vielleicht um 3 Uhr oder so am Edeka, wenn überhaupt. Und dann ist schon wieder alles ausverkauft. Es wäre zwar genug da, aber die Leute müssen ja bunkern. Und das ist dann egoistisch. Weil was passiert dann? Solche Leute, die sich ja nicht mehr zu helfen wissen, im schlimmsten Fall. Ja, Leute, ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich meine. Im schlimmsten Fall kann es wirklich sein, dass sie sich so abgeschottet fühlen, sich entweder dann verletzen, sowas kann auch bei älteren Menschen passieren, oder sich dann vielleicht sogar das Leben nehmen, im schlimmsten Fall. Und ich weiß nicht, ob da jemand dafür verantwortlich sein will. Das ist natürlich ein Extremfall, Leute, das würde nicht immer passieren, aber es ist ein Extremfall, der zutreffen kann.